Die Heilbronner und auch die Region hat lange darauf gewartet, dass Möbel Rieger aufmacht. Heute nun ist es soweit. Die Eröffnung wird gefeiert mit Sektempfang, mit Live-Musik. Es gibt ein besonderes Frühstück und vor allem die Leser der Heilbronner Stimme haben beim sogenannten Pre-Opening die Gelegenheit, als erstes das neue Möbelhaus zu erkunden. Schauen wir doch mal, wie es den ersten Kunden gefällt. Die Heilbronner Stimme hat ja heute eingeladen zum sogenannten Pre-Opening. Ist das was Besonderes für Sie? Ja, das ist was ganz Besonderes, dass wir einen Tag vorher hier eingeladen werden. Da freuen wir uns riesig drüber. Glauben Sie auch, dass Sie jetzt als junger Mensch hier fündig werden? Ja, bestimmt dekorationmäßig oder Kissen könnte ich auch noch gebrauchen. Also ich denke, da werde ich bestimmt was finden. Warum sind Sie so früh dran? Weil wir schon ganz lang warten, bis er endlich aufmacht. Es hat geheißen im Frühjahr. Und jetzt ist doch Juniwoche und wir warten schon ewig und jetzt wollten wir heute gleich die Erste sein. Das ist halt erdrückend groß, da muss man sich erst dran gewöhnen. Also es ist schon toll, gemacht. Wir haben noch nicht viel gesehen, aber es ist toll, ja. Mit wie vielen Mitarbeitern sind Sie denn heute hier im Einsatz, um diesen Eröffnungstag zu stemmen? Also wir eröffnen ja morgens um 8:30 und arbeiten ja abends bis um 21 Uhr in den ersten Wochen unserer Eröffnungsphase. Insofern arbeiten wir im Mehrschichtbetrieb mit unseren Mitarbeitern. Das kann einer alleine nicht immer von morgens bis abends stemmen. Aber wir haben deutlich mehr als 250 Mitarbeiter insgesamt im Einsatz über den Tag verteilt. Und das hoffe ich, nehmen uns unsere Kunden dann auch entsprechend wert und nutzen dann auch die Beratungsleitung.